Moin Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, Satechlon. Und wie ihr schon seht, die Definitive Edition zu Age of Empires 3. Ich habe ein bisschen schon für mich selbst die Kampagnen Age of Empires 2 Definitive Edition, was letztes Jahr rauskam, gespielt. Und muss sagen, da war ja schon ein kleiner Teaser zu Age of Empires 3 und ich habe mich übelst gefreut. Ein Spiel, was ich unfassbar viel gespielt habe und sehr, sehr gerne. Und jetzt nochmal alles aufgehübscht zu haben, alle drei Add-ons, also einmal das Grundspiel, dann Asian Dynasties und Warchiefs, ich glaube, so hießen sie, alles kompakt in einem Spiel, dann nochmal aufpoliert und hübsch. Es ist einfach schön, sowas jetzt als Spiel endlich zu haben. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Kampagnen, es soll sich da auch ein bisschen was getan haben. Und falls ihr auch... ja, Multiplayer-Gefechte von mir sehen wollt, falls ihr mehr Content zu Age of Empires 3 sehen wollt, dann lasst es mich doch mit einem Like oder einem Kommentar oder so wissen. Ja, dann sehe ich es halt nämlich, sonst kann ich es nicht wissen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass einiges zu Age of Empires 3 auf dem Kanal kommen wird, weil wie gesagt, das Spiel ist einfach echt gut. Jetzt kein Vergleich wirklich zu Age of Empires 2, weil es doch ganz unterschiedliche Spiele sind. Hier ist ein ganz anderes Zeitalter im Fokus. Mit ganz anderen Gameplay-Aspekten als in Age of Empires 2, was ja auch gleichzeitig wiederum älter ist. Deswegen würde ich das so nicht vergleichen. Für mich sind beides sehr tolle Spiele. Und Age of Empires 3 ist jetzt, wie gesagt, aktueller. Und damit habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen mehr beschäftigt. Also ich kenne hier die Völker alle sehr gut genau, während das bei Age of Empires 2 absolut nicht der Fall war. Aber jetzt nicht lang schnacken, sondern wir wollen, wie gesagt, die Kampagne spielen. Und ich denke, ich werde die Kampagnen in ja, Playlisten unterteilen. Einmal Blut, Eis, Stahl, Feuer und Schatten und die Asian Dynasties. Also praktisch, dass wir nicht alle Kampagnen in einer Playlist zusammen gewürfelt haben, sondern wirklich separat voneinander. Und wir fangen natürlich mit Blut, Eis und Stahl an, also der Kampagne aus dem Grundspiel. Und ja, ich habe diese Kampagne schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Ich werde so wirklich wissen, was eigentlich für die Missionen waren und die Geschichte dahinter, aber ich weiß, dass die sehr gut waren, während die Stories bei Age of Empires 2 doch eher schwammig waren. Da ich jetzt hier nicht das Einfachste von Einfachen haben will, werde ich das Ganze auf Mittel spielen. Wenn auch schwierig, dann ist das vielleicht eine Herausforderung, das ist natürlich an sich ganz cool, aber ich will natürlich die Kampagne erleben. Ich will also die Story haben und ich will mich jetzt hier nicht irgendwie besonders kompetitiv anstrengen, sondern mit euch diese Kampagne nostalgisch erleben und denke, dass Mittel da der beste Weg ist, weil wenn es easy ist, dann ist es einfach zu einfach. Ja? Deswegen fangen wir mal direkt an mit der ersten Mission. Vereinigten die Ritter des heiligen Johannes auf der Mittelmeerinsel Malta ihre letzte Festung gegen die Invasion der Osmanen. Okay. Hier sehen wir Malta. Fand ich immer ganz cool, dass man die Inseln sieht, Standorte, wo die Sachen passiert sind. Und hier haben wir unseren ersten Kreuzritter, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen. Die Geschichte meiner Familie in der neuen Welt beginnt mit dem Angriff auf Malta, dem letzten Außenposten eines aussterbenden Kreuzritterordens. Eins ist gewiss. Mein Ahne Morgan Black gehörte den Rittern des heiligen Johannes an, als diese die Insel gegen Sahin und die Osmanen verteidigten. Der Rest... nun, wie in den meisten Familien ist es schwierig, Wahrheit und Legende auseinanderzuhalten. Morgen, die Osmanen sind gelandet. 1000 Janitscharen, angeführt von Sahin, dem Falken. Erlan Magnan ist immer noch Anführer der Ritter. Und er sagt, wir müssen sie am Strand aufhalten. Wir beziehen hier Stellung. Die Kreuzzüge sind vorüber. Und dein Orden ist auch nur noch ein Relikt. Ich bin noch nicht bereit zu sterben, Falke. Und unser Orden wird nicht untergehen. Er ist bereits untergegangen, Morgan. Willst du mit ihm untergehen? Ja, so sieht's aus. Die Osmanen greifen Malta an. Osmanen, ein unfassbar gigantisches Reich zu der Zeit.
Malta, sitzt der, ich meine, Johanniter? Bin mir jetzt nicht sicher. Stationiert die Armbrust an den vorderen Wellen und attackiert die Janitscharen. Haltet das vor um jeden Preis. Ja, das kriegen wir wohl hin. Was mir aufgefallen ist direkt, ich habe die Kampagne zwar schon ewig nicht mehr gespielt, aber nichtsdestotrotz ist mir dann doch aufgefallen, die Stimmen, also die Synchronisation auf Deutsch ist immer noch dieselbe. Finde ich sehr spannend, finde ich sehr gut. So, was haben wir hier für ein Chaos wieder? Commandment? Jetzt hier mal verstärkt auf die Tiere. Machen wir hier mal ein bisschen Ordnung rein. Die sammeln hier noch zwei fleißig Nahrung. Oha, da haben wir aber einiges. Was können wir denn noch rekrutieren? Armbrustschützen, die können wir mal direkt aufbessern. Oder verbessern, eher gesagt. Ansonsten haben wir jetzt hier nichts zu tun, ne? Also die Türme könnten wir zwar verbessern, aber ich weiß nicht, bringt das was? So, wir haben sehr viel Holz tatsächlich. Okay. Wir hacken auch relativ viel. Aber das reicht im Prinzip. Kann ich denn ein Dorfzentrum bauen? Das würde mich einfach. Ihr seid noch für eine Mühle zuständig, aber da noch Tiere da sind, würde ich noch auf die Tiere gehen. Ich kann ein Dorfzentrum bauen tatsächlich. Okay, dann würde ich das machen. Und zwar am besten noch hier in der Ecke. So, dann bilden wir mal so ein paar Rodoleros aus. Den will ich mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Wir haben hier so ein paar Leute, die Holz hacken, das ist ja. Was hat er denn für Fähigkeiten? Er hat doch irgend so ein Dieb oder sowas, ne? Und Umschlag. Holy shit. Das macht aber. Hey, das macht aber ganz schön Damage. Aber das ist ja auch. Problem ist nur, die rücken hier unaufhörlich auf uns. Brauch hier mehr Armbrustschützen. Oh, das sind aber ganz viele. Mit denen hier gehe ich mal spotten. Ich will einfach mal wissen, was hier so ist. Obwohl, ihr geht erstmal dahin. Und dann geht ihr dahin. Ich will erstmal wissen, wie es hier vor Ort aussieht. Oh, wer soll diese Tiere ziehen? Aber bald haben wir Armbrustschützen als Unterstützung. So, das Dorfzentrum wird immer noch gebaut. Gehen immer noch auf fleißig auf Nahrung. Gut, da greifen sie auch scheinbar nicht an. Können sie auch gar nicht. Aha. Können es auch gar nicht. Das würden sie wahrscheinlich tun. Warum freigeschaltet? Ach, das seht ihr gar nicht. Ja gut, umso besser, dass ihr das nicht seht. Aber ihr habt irgendwas freigeschaltet. Das ist super. Ach Mensch, das erinnert mich so an die alten Zeiten. Das ist einfach wirklich schön. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Die osmanischen Reiter mit den Pikenieren an. Pikenieren? Welche Pikeniere denn? Ich hab keine. Ich habe halt einfach so viele Armbrustschützen, da jucken mich die Reiter doch nicht mehr. Genau das. So, schon mal raus. So, rufen wir mal die Reiter raus. So. Sterben halt hier am Fließband. Ich weiß halt nicht, dadurch, dass wir es auf Mittel gestellt haben, halten dadurch die irischen Janitscharen weniger aus. Ob das so der Fall ist. So, wir gehen wir mal auf. Erstmal reicht das. Ich könnte gerne noch mehr Nahrung sammeln, weil das ist. Obwohl, Holz ist eigentlich wichtiger, ne? Ja, dann macht erstmal Holz. Ist okay. So, da kommen Reiter. Jetzt habe ich auch Pikeniere, mit denen ich das beantworten kann. Aber die verrecken eigentlich so schnell. Also die Reiter sind, glaube ich, echt so das geringste Problem, dadurch, dass sie so viele Arme schützen. Wir haben ja jetzt hier diesen Morgan Black, genau, der soll sich mal erstmal ein bisschen zurückziehen heilen. Weil ich glaube, die Armbrustschützen, die schaffen das jetzt erstmal. Was haben sie denn hier so an? Turm, okay. Ja, das Mauerstück, das müsste ich halt reparieren. Mylord, die Türken bringen die große Bombarde in Anschlag. Ja, wie sollen wir sie mit Pike und Muskete besiegen? Unmöglich. Hacken. Wir brauchen Kavallerie. Wir
müssen Kommandant Perlen und den Rittern ein Signal geben. Zwei Siedler sollen auf den Hügel im Westen steigen und das Signalfeuer entfachen. Ja. Hügel im Westen. Attacke. Machen wir schon. Ist schon okay. Also, naja, nicht so wirklich. Also, weil er überrennt mich halt einfach. Ja, die Bombarde ist natürlich jetzt... Die Franzosen sind auf dem Hügel und versuchen, ein Signal zu geben. Schick dein Schiff um ihre Flanke herum. Nee, lass uns mal. Greif diese Siedler an. Ja, das heißt, ich muss jetzt schnell ausbilden und dann müssen die da jetzt schnell los. Die Osmanen brechen seitwärts aus, um die Siedler auf dem Hügel anzugreifen. Ja, ich merke das schon. Dann müssen wir uns beeilen. Schickt einige Männer auf den Hügel, um diese Siedler zu verteidigen. Ja, das wenn ist sie sterben, sterben wir auch. Das ist wohl wahr, ja. Wohl wahr. Hat er mal recht gehabt. Yes. Was sind das? Janitscharen oder was? Ach. So. Ja, also hier Stand zu halten, wird jetzt echt so eine Sache. So, das war Gott sei Dank kein großes Problem. Und wir gehen scheinbar auch nichts mehr nach. Das Problem ist, die Mauer fällt halt. Wir haben gleich das sicher schön eingerissen. Siedler, die sind ja noch dabei, das Holz zu hacken. Beziehungsweise die Kisten einzusammeln. Ja. Wo Holz drin ist, also. Ganz verkehrt. Ja. Ready. 6. Ah, ich hab kein Gold. Keine Nahrung. Verdammt. Aber nicht so schlimm. Ich kann ja hier immer noch ein bisschen kämpfen. So, mach die mal weg. Genau, Pentakill. Ne? Einmal komplett durchgemäht. Jetzt liegt er da Gott sei Dank sogar in Sicherheit. Das ist praktisch. So, ihr seid auch irgendwie tätig. Problem ist. Ah doch, da haben wir noch ein Reh. Okay. Ansonsten sind nur noch hier Tiere. Das ist halt schon am Arsch der Welt so. Na gut. Ja, Ambusschützen sollten es, denke ich, tun gegen Janitscharen. Solange sie halt. Kannst reparieren. Die haben das Tor nicht ganz eingerissen gekriegt. Das ist sehr praktisch. Geschafft! Das Signalfeuer brennt! Das ist wohl wahr, ja. Kannst du mal wieder ab nach Hause und hier Sachen machen. Noch mehr Bombarden! Hoffentlich ist Alan unterwegs. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Weil nochmal halt Mauern das glaube ich nicht aus. Bin schon gut dabei, das auszuhalten zwar, aber. Ui, es sind sogar zwei Stück. Ja, das ist. Was haben wir denn hier? Nahrung und. Ja, Nahrung habe ich allgemein nicht. Warum brennt das Signalfeuer? Ja, warum bin ich hier morgen? Ich habe euch befohlen, das vorzuhalten. My Lord, Sahin, der Falke rückt mit schweren Bombarden vor. Nun, der Falke kann es mit meiner schweren Kavallerie nicht aufnehmen. Voran, Morgan. Zerstört diese Kanonen. Ja, my Lord. Schwere Kavallerie. Schickt die Kavallerie durch das Tor und schaltet diese Bombarden aus. Schwere Kavallerie, a.k.a. Husan. Bekannt als leichte Kavallerie eigentlich. Aber ey, vor allem, was ist er denn für ein Meckerpott? Weißt du, meckert mich hier an. Meckert mich hier an für, ey, du sollst das vorhalten. Was hat er denn in der Zeit gemacht? Nicht sinnvoll, scheinbar. Das ist mir so ein Spaßvogel. Was hat er denn als Fähigkeit? Nichts. Gut gemacht. Holen wir uns. Das ist die letzte Bombarde. Ausgezeichnet. Wir haben den Falken besiegt. Super. Im Augenblick. Gut. Das war ja, das ging ja hops. Das ging ja schnell. Aber wahrscheinlich haben wir sogar direkt eine zweite Mission. Ihre Heimatstadt. Aha. Dieses Morgen, Malta, morgens Heimatstadt. Später in der Kampagne können Sie die Heimatstadt zwischen den Szenarien weiterentwickeln. Sie erhalten dadurch mehr Macht und Optionen, um in späteren Szenarien zu siegen. In Age of Empires 3 Spielen besuchen Sie Ihre Heimatstadt in der Regel. Ja, das ist wohl wahr. Deckbau. Kann ich denn überhaupt was machen? Hold. Das ist erstmal so. Im Entdeckungszeitalter, da haben wir nichts Neues. Da haben wir auch nichts Neues. Das heißt, das können wir eigentlich so im Prinzip so lassen.
Und ich kriege wahrscheinlich noch was hinzu. Ich habe keine neuen Karten oder sowas. Okay, dann können wir mal direkt weitermachen, weil hat sich nichts getan. Gut. Boah, geht direkt weiter. Nachdem Sahin aus Malta vertrieben worden ist, formierten Morgan und seine Männer sich neu und bereiten sich darauf vor, die überlebenden Osmanen aus ihren Lagern zu verjagen. Und tatsächlich, wenn das jetzt unser Chef ist, dann hatte ich tatsächlich recht mit Johannitern, weil schwarz-weiß Johanniter. Gut. Aber wie gesagt, Alan hieß der, glaube ich. Der ist mir jetzt schon nicht sympathisch. Guckt auch einfach grimmig. Na gut. Wir müssen nicht kämpfen, Franzose. Zweifelst du nie an törichten Befehlen? Warum nennst du mich so? Ich bin Schotten. Ihr Europäer seid doch alle gleich. Öffne endlich deine Augen, Morgan, oder du und dein lächerlicher Orden werdet keine Zukunft mehr haben. Sehr gut, Morgan. Die Türken verstecken sich in den Höhlen im Osten. Wenn wir jetzt angreifen, können wir sie von Malta vertreiben. Nichts wäre mir lieber als das, my lord. Ihr da kommt mit mir. Holt die Bombarde. Ja, das ist ja interessant. Sagt mir der Sahin, oh, alles gut. Also er ist am Verlieren und sagt dann, ja, wir müssen nicht kämpfen. Ja, ich weiß auch, warum er nicht kämpfen will, weil er verliert. Sir, wir werden aus dem Osten angegriffen. Wir können nicht länger standhalten. Ja, doch, stimmt. Ah. Hängt die Bombarde nach vorn. Das wollte ich gerade machen. Aber hier, du hast ja hier deinen geilen Stützangriff. Das doch mal. Oh, das haben wir diesmal nicht so geschadet. Wir haben hier einige Leute an Bernsträuchern. Wir können mal direkt ein paar neue ausbilden. Nein, mal direkt zuständig. Dann haben wir hier so eine Kaserne. Und Aas. Haben wir die Türken zurückgeschlagen. Gut gemacht. Gut. Ja, das sollten wir ja auch einigermaßen. Die Osmanen verstecken Waffen und Vorräte in den Höhlen im Osten. Yes? Wir müssen sie von dort vertreiben. Yes? Rüber. Das war ja auch schon in dem kleinen Filmchen gerade gesagt worden. Wir können sogar schon. Wir haben ein Waffenlager entdeckt. Come on, then. Yes. Hm? Ja, aber dafür brauche ich erstmal ein paar Leute, ne? Ein paar mehr Nahkämpfer, damit wir so ein bisschen Sir, geschielt haben. Das Lager ist zu schwach, um gegen eine Janitscharen-Armee zu kämpfen. Wir müssen eine Geschützgießerei bauen und Ringschleuderer ausbilden. Sie wissen, wie man mit Janitscharen fertig wird. Ja. Ich meine, da kann ich mir noch so grob dran erinnern. Ringschleuderer waren irgendwie sowas ähnliches wie Grenadiere, aber die haben halt Infanterieschaden gemacht. Hier fehlt es mir an Holz. Dann schicke ich erstmal ein paar Dorfbewohner ans Holz. Weil Nahrung habe ich jetzt erstmal, denke ich. Heilt jetzt. Kann ich hier mal ein bisschen heilen. Kann ich denn irgendwie einen Markt oder sowas bauen? Oh ja, Tatsache. Ja, man weiß halt bei solchen Missionen nicht, was man machen kann und was nicht. Dadurch, dass wir ja auch eine ganz eigene Fraktion spielen, die Ritter des Heiligen Johannes. Okay, gut, ne? Dann haben wir die Frage auch beantwortet, dass wir auch wirklich. Commandement, ready. Commandement. So, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan, aber. Sammelt mal schneller Holz, genau. Damit wir halt hier schnellstmöglich unsere. Ringschleuderer, genau. Boah, die Nahrung brauchen wir natürlich. Achso, kleine Anweisung, warum ich das mache. Ich schieße sie immer in die Nähe unseres Lagers. Einige Schätze in diesem Gebiet werden bewacht. Wir müssen die Wachen ausschalten, um sie zu erbeuten. Deswegen schieße ich die immer so ein bisschen in Richtung meines eigenen Lagers. Aber ich soll ja hier so eine Geschützgießerei bauen. Ich habe bald das Holz dafür.
Ah, komm. Ja, irgendwas ist noch am Reparieren, deswegen hat das so geschwankt. Meine ich. Vielleicht war es hier noch irgendwie so ein Turm oder sowas. Also das, meine ich, sollte schon reichen, um hier irgendwie eine Offensive. So, machen wir das von beiden Seiten. Jetzt können auch ein paar mehr Leute hier in Richtung Nahrung gehen. Nee? So, und jetzt fliehen die Tiere halt in Richtung meiner Basis sozusagen, in meine Richtung meiner, wie soll man sagen, Stadt, Kolonie? Ah, ihr wisst, was ich mache. Da habe ich kein Bevölkerungslimit für, weil ich Häuser baue. Brauchen wir mal nicht. Also werden wir ein zweites bauen. Nicht. So, Holz ist im Prinzip in der Mache, aber eigentlich noch nicht genug. Kannst hier mal beispielsweise so die zweite Herde auch Richtung Heimat schießen. Und ja, ich weiß nicht, wie lange wir die Folgen machen, generell. Also ich dachte so, wie bei den Total War Folgen, dass wir wieder so 25 Minuten Folgen machen. Aber ich würde ganz einfach sagen, wir machen eine Mission pro Folge. Dadurch, dass jetzt hier diese Verteidigungsmission, die wir gerade hatten, kurz war, würde ich jetzt diese Mission noch zu Ende machen. Das wäre es dann für diese Folge. Und bei den nächsten Missionen gucken wir einfach mal, wie lang die sind. Ich würde, wie gesagt, sonst ein oder zwei Missionen pro Folge machen und die dann auch wirklich abschließen. Also nicht mitten in der Mission abbrechen. Das irgendwie finde ich für euch als Zuschauer halt einfach angenehm. So. Ich meine, dann sind die Folgen vielleicht ein bisschen länger, aber vielleicht auch gut so. Ja, hat man mehr zu gucken, sag ich mal. Der hat hier irgendwie die Rehe, glaube ich, weggeschossen, dort herzuschieben. Ready, hi. Ready. Fünf Stück. Hunter. Kann einer von denen hier mal versuchen, wieder die Hunter ranzuschießen. So erfolgreich sein wird, werde ich sehen, aber ich glaube nicht. Richt. So, was kosten die denn? 100 Gold? Ah ja, das ist ja fast gar nichts. Ja gut, schon, aber die Nahrung, die fehlt mir halt gerade ein bisschen. Ready, yes. So, wir haben noch hier Alan Morgan. Der steht doch bestimmt so als Kundschafter Held. Kann doch bestimmt, ja, kann er. Kann auch so einen Schatz einsammeln. Come on, der Ritual. Ja, also scheinbar hat das jetzt funktioniert mit dem Ranschießen. Ja, und die Janitscharen, die da jetzt angreifen, das ist ja keine Bedrohung. So, und ich soll 10 von diesen Ringschleuderern ausbilden. Das ist zwar nur. Das war nur optional, aber ich würde es dann tatsächlich doch machen. Ah, Gold, genau. Gold fehlt mir. Gut. Gut gemacht. So, und mit denen kann ich dann hier die Janitscharen angreifen, oder? Werde ich das auch tun. Oh, die sammeln da weiter Nahrung fleißig. Greife ich mal mit denen hier dieses Lager hier an. Das ist scheinbar auch sogar der richtige Weg gewesen. Wie gesagt, also ich habe die Kampagne wirklich lange nicht mehr gespielt. So ein paar Sachen weiß ich noch, ne, wie mit den Ringschleuderern. Dann weiß ich auch da wirklich, dass irgendwas war mit diesem Alan Moore, Megan. Irgendwas war mit dem. Also, dass er mir unsympathisch ist, kann mich gut daran erinnern, dass er mir schon mal unsympathisch war. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe also die Story nicht mehr so ganz im Kopf. Ich weiß nur, dass sie relativ gut war. Eine der besseren RTS-Stories. Ja, erstmal muss ich die Janitscharen hier wegmachen. Die machen scheinbar so einen AOE-Flächenschaden. Finde ich also sehr gut. Ja, wie wäre es, wenn ich dann mal hier die Pikiniere. Achso, upgrade. Kann ich gar nicht? Ah, mir fehlt das Gold dafür. Weiß, das. Bald möglich, weil ich ja sowieso auf Gold hier gehe. Zwar nicht viel, aber immerhin. So, und dann mal die Rehe. Ja, Pikiniere sollte ich sowieso bauen, weil ich meine, dass die effektiv Nahkampf, Archer ist stark gegen oder Gebäude. Ja genau, die sind gegen Gebäude.
hatte ich halt auch noch so grob im Kopf. Also deswegen die Einheiten, Fraktionen und so weiter, die kenne ich halt noch alle, aber wie gesagt, die Story der Kampagne. Dafür habe ich es ein bisschen zu lang nicht mehr gespielt. Yes? Ready. Ihr müsst da jetzt nicht den Kampf unbedingt suchen. Commandment? Yes. Ich verstehe es, aber. Wart ihr da? Ihr habt auch Nahrung gesammelt, ne? Dann macht ihr das dann nochmal weiter. So. Dann guckst du mal, was da oben ist. Da kann man ja scheinbar hin. Gut gemacht. Oh, ich habe Schweizer Pikeniere bekommen. Eine sehr, sehr gute Einheit. Eieiei. Dann werde ich ja mal hier mal ein bisschen. Der Eingang zu den Höhlen. Die Waffenlager müssen dort drinnen sein. Lasst uns diese Höhlen säubern. Zerstört alle Waffenlager, die ihr findet. Das habe ich vor, ja. So, jetzt können wir es hier verbessern. Pikiniere und Armbrustschützen. Die komischen Ringschleuderer scheinbar nicht, aber es macht ja auch nichts. Er will einen Turm bauen, das wollen wir aber mal verhindern. Mach den nochmal tot da. Danke. Nice. Reißen wir hier einmal mal die ganze Hütte ab. Und scheinbar kommen von hier auch die Angriffe, oder? Sehe ich das falsch? Ich kann das ja mal eben spotten. Den drei Ambusschützen. Kommen die von. Also die kommen ja immer irgendwie von hier. Ich weiß halt nicht, welchen Durchgang sie. Also noch ja den Schaden, die müssen mal eben weg. So. Keine untätigen Dorfbewohner, das ist gut. Nahrung läuft mittlerweile auch. Kann natürlich immer besser gehen, aber. Echt. Hier kümmert euch mal um den Turm da. Der Turm macht keinen Schaden. Das ist auch ein Dorfzentrum, ja, da sollte ich natürlich mal eben kurz abreißen gehen. Ich brauche Häuser. 1, 2, 3, 5. Sollte auch erstmal reichen. Aber bau sie. Ja, sammelt euch mal hier beim Eingang, dann können wir die Janitscharen abtöten und hier noch die Kaserne abreißen. Ja, scheinbar kamen sie irgendwie von hier. Kannst ja mal generell hier so ein bisschen spotten. So, weiter bauen hier, weiter ausbauen. Ja, die sammeln da die Nahrung nicht perfekt, die schießen sie mittlerweile nicht mehr ins Lager, aber ich muss jetzt auch keine Angriffe von den Janitscharen, hoffe ich, fürchten. Daher. Nee, wir gehen nicht in die Höhlen rein, wir reißen erstmal die ganze Bude hier ab. Weil ich möchte jetzt nicht hier noch einen Angriff oder so reinkriegen. Wir können auch mal die Bombarde nehmen und hier Dorfzentrum angreifen. Machen oder Leos nochmal. Also es ist einfach nur schnelle Infanterie mit Schwert und Schild. Also. Ja. Ja, ich wusste jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ob die auch einen Bonus auf Freude haben, aber haben sie schon nicht. Also nicht wirklich. Nicht bestehen. Ich meine, das kann man auch immer bei diesen Werten hier unten lesen. Aber in der Einheitenbeschreibung steht es halt auch. Aber wie habe ich diese Musik vermisst? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Wir können nicht agen oder sowas, dann können wir hier weiter mal auf ein bisschen Nahrung gehen für die Bärensträucher. Wieso? So, weiter Leute hier rein. Da ist noch einiges, was ihr abreißen könnt. Und ich habe ja noch nicht mal ansatzweise volle Bevölkerung. Okay. Bisschen wenig Holz mache ich, wa?
Aber es ist die hacken halt wie bescheuert eigentlich, aber gut. So, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Den Marktplatz können wir ja noch abreißen. Ja, Angriff! Einer wird noch mehr irgendwie die zu sein. Warum sind dann noch mehr? Ah, da ist noch eine Kaserne vielleicht? Ah, da ist noch ein Lager, das ist ein Krieger, den ich geguckt habe. So. Einrücken und dann vernichten wir den Kram da. Gut. Brauchen wir die Bombarde? Die Bombarde kann ich ja eigentlich mal hier zu Hause lassen, für den Fall, dass... Gut, dann könnt ihr mal noch die zwei Mühlen abreißen und ihr geht mal rein, guckt mal, was da in den Höhlen los ist. Habe ich da irgendwas vergessen? Ist es doch irgendwas Rotes? Vielleicht ein Anzeigefehler oder sowas? Ah ne, jetzt ist nichts mehr Rotes da. Also scheinbar ja wirklich ein Anzeigefehler. So, das heißt, hier haben wir jetzt die Truppen, mit denen wir mal ein bisschen erforschen können. Die Höhlenerforschung hier. Sollte das hier auch bald geschafft sein. Also dann ist die Mission bald vorbei. Wir müssen all diese Waffenlager zerstören. Ja, ich bin ja dabei. Mach mal hier ein bisschen schön. Er hat doch vorher die Janitscharen noch gewonshottet mit diesem. Aber gut. Wahrscheinlich nicht. Na gut, schade. Ich habe ein bisschen viele Truppen, muss ich sagen. Und bilde immer noch welche aus. Also ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich es auch, aber... geht das Ganze auch schneller, muss man. So. Das heißt, die sind da auch gleich weg. Ja, das müsste super schnell gehen. Irgendwie, ja. Packen so ein bisschen rum, wa? Wollen nicht so wirklich. Ja. Hat ja jetzt auch so geklappt. Oh, da kommen wir einfach rein. So, und zack. Sollten die da nicht standhalten, also um keinen Preis. Also, so viel, die wir da haben. Wir haben vor allem so viele Schweizer Pekiniere, das ist halt krass. Die sind halt super gut. Sehr, sehr starke Pekiniereinheit, wenn nicht sogar die stärkste im Game. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich würde fast sagen, ja. Sehen auch viel besser aus als früher. Ja. Noch ein Waffenlager. Zerstört es. Ja, erstmal müssen die an den Charn da weg. So. Vor allem habe ich so viele Truppen, die können nicht mal alle in einer Einheit rumlaufen. So, jetzt müssen wir erstmal hier den Peister machen. Geht aber auch zügig. Sind die Waffenlager der Osmanen erst zerstört, müssen sie Malta verlassen. Hm. Das ist wohl wahr, ja. Ohne Waffen lässt sich schlecht kämpfen, wa? So, mach mal hier ein bisschen Schlitz. Ja, nice. Gut. Da sind noch drei Waffenlager, die müssen wir auch mal alle wegmachen hier. Obwohl, er farmt jetzt immer noch ein paar Kills. Ist eigentlich auch nicht so schlecht, weil durch die Kills machen wir ja Erfahrung und das bringt uns was für unsere Heimatstadt. Das finde ich nicht so verkehrt. Wunderbar. Gut. Sir, eine der Explosionen hat einen Pass freigelegt. Ausgezeichnet, Männer. Ja, dann mal rein in den Pass und gucken, was da los ist, wa?
Kohle? Irgendwelche Geräusche? Alan, seht! Die letzte Explosion hat einen Tunnel geöffnet. Das also wollten die Osmanen wirklich auf Malta. Eine in Stein gemeißelte Bibliothek. Sehr alt. Diese Schrift hat der Zirkel von Ossus hinterlassen. Wer sind sie? Ein Geheimbund. Manche behaupten, sie seien die mächtigsten Männer Europas. Andere meinen, es handle sich bloß um Wissenschaftler und Alchemisten. Sie sind auf der Suche nach dem ewigen Leben. Die Inschrift erwähnt den Mondsee. Einen Ort, den nur die Azteken kennen. America Sive Nobi Orbis. Ihr müsst für mich in die neue Welt aufbrechen morgen. Was, über das Ozeanische Meer? Sahin und die Osmanen sind unterwegs. Besiegt sie und findet diesen See. Die Zukunft des Ordens hängt von eurem Erfolg ab. Ihr segelt mit der Flut. Wir senden euch Rohstoffe und Truppen, wenn ihr dort seid. Na dann. Ja, also dann werden wir wohl in der nächsten Folge und in der nächsten Mission ab nach Amerika gehen und sehr interessant finde, hier steht Go Back to, also Go to Main Menu. Also scheinbar, obwohl es eine Definitive Edition ist, ist es noch nicht so ganz ausgefeilt. Ja, also normalerweise müsste da zurück zum Menü stehen, weil alles andere ist ja auch auf Deutsch. Aber ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst es mich gern wissen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, tut es bitte. Ja, dann kommen weitere Folgen von Age of Empires, die ihr dann nicht verpasst. Wenn ihr das nicht wollt, dass ihr es verpasst, dann aktiviert die Glocke. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wie gesagt, mal gucken, wie lang die Mission dauert. Wenn das so eine ungefähr 20-Minuten-Mission ist, werde ich das einzeln hochladen. Ansonsten, so wie heute, dass wir das ein bisschen kompakter machen, so dass wir auf jeden Fall keine zu kurzen Videos haben. Lasst es mich also gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das so findet. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.